Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty, Rusty, Rust. Was liegt an, Leute? Scrappen liegt an. Und da nochmal ein bisschen durchlooten. Windkraft, da brauche ich auch HQM für, oder ich tausche es gegen Scrap ein. Ich weiß noch nicht. Das werde ich jetzt erstmal alles wegnageln hier. Auch hier, so viel Waffenteile braucht kein Mensch. Bekommen wir eh nochmal wieder. Rohre bekommen wir auch wieder, alles gut. Müssen jetzt halt Scrap organisieren. HQ organisieren. Bringen wir nochmal eine rote Karte mit. Ich denke, ich werde eh einmal zwischenzeitlich nach Hause gehen müssen. Und natürlich wird es jetzt... Sollte uns jetzt keiner in die Quere kommen hier, Alter. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Weil das ist jetzt schon wichtig, damit die Base überhaupt da erstmal ein paar Tage steht. Was heißt ein paar Tage? Ein paar Tage ist gut, Alter. Was kostet der Brustpanzer eigentlich? Wenn 12 HQM, das lohnt nicht. Aber was kostete denn 50 HQM hier? Die scheiß Dinger alle, ne? Die hier. Also wenn es hart auf hart geht, könnte man die scrappen. Gut. Naja, Stromzeug zu scrappen macht auch keinen Sinn. Was kostet denn so eine Dingenstür? Wären 10 HQM. Setzen, ja. Setzen werde ich sie eh nicht, Leute. Zu teuer einfach. Wir können noch eine setzen, ja. Wo ist denn überhaupt der HQM-Steinbruch, Alter? Da hinten. Naja, müsste man sonst einfach mal riskieren. Anschmeißen, Stunde laufen lassen. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Naja, gucken wir mal. Ich hätte jetzt nicht mitgekriegt. Ich glaube, die suchen schon wieder einen Eingang oder was. Ja, wenn es für den Raider teuer sein soll, ist es halt mit riesigem Zeitaufwand für den Spieler verbunden, ne? Weil nur durch allein durch Steine irgendwie, ja, wie willst du da 120 HQM am Tag machen, Alter? Geht eh nicht. Meinst du, zur Not muss ich sie sonst zerfallen lassen, die Wände? Und muss sie halt wieder nur aus, ja, ihr wisst schon, aus Blech machen, aber. Der Hauptloot sollte halt schon auch teuer zu erreichen sein. Aber eigentlich wollte ich mir sowas nicht aufbürden hier in was diesmal. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen in die Map erkunden, aber ihr seht ja wieder, wie es endet. Ihr seht es ja wieder. Das heißt natürlich, ich müsste rein theoretisch, wenn ich einmal einen Tag hier looten gehe und wirklich alles scrappe, auch das ganze Stromzeug, was ich so finde. Ja. Weil das gibt ja alles HQM. Könnte es reichen. Aber das müsste ich dann einmal am Tag machen, Alter. Da muss ich gar keine Lust zu haben. Ist also dann schon wieder schwierig zu sagen, weißt du was? Ich mach jetzt mal 3, 4, 5, 6 oder eine Woche gar nichts in Rust. Kannst du dann schon knicken. Oh.
ist natürlich schade. Aber bin ich selber schuld, ne? Wenn ich so baue. So. Komm, ein bisschen Platz haben wir noch. Lupen wir hier noch die paar Kisten um die Ecke hier eben. Dann gehe ich scrappen, dann bringe ich das gescrappte erst einmal nach Hause. Safety first, Alter. Weil das wird ja einiges werden hier an HQM. Ich meine, das Schöne ist ja, dass ich die Möglichkeit hier habe, ne? Dass wir halt auch die Möglichkeit haben. Zum Banditencamp zu gehen. Da die mittleren Batterien aufzukaufen. Das sind dann auch 120 HQM. Zack. Scrap Attack. Das dauert jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen. Okay, Schild ist immer 1, ne? 34. Ja. Naja, sonst muss ich halt echt mal noch einen Tag exzessiv Loot. Die Frage ist, ob ihr das sehen wollt, Leute. Wahrscheinlich eher nicht. Ob ich hier noch 500 Mal dieses Gebäude loot oder nicht. Aber anders wird es da nicht zu bewerkstelligen sein, wenn ich das da so halten möchte. Ganz davon abgesehen, dass wir hier die Tech-Trash irgendwann ja auch aufheben wollen für C4. Es gibt aber auch nur ein HQM. Ja. Für Scrap lohnt sich's, ja. Alles nur ein HQM. Aber besser wie nix. Da gucke ich gleich mal, ob das gibt, glaube ich, ein bisschen mehr. Boah, die beiden Türen, dann haben wir gerade mal einen Tag. Jetzt haben wir einen Tag. Wow. Zahnräder. Gucken wir mal eben. Bestimmt auch nur ein HQM. Gar kein HQM mehr, so stark. Ja, das geht schon. Wenn man looten geht, geht das schon. Wie gesagt, das ganze Stromscheiß halt gibt halt eine Menge HQM, ne? Aber ich brauche halt auch noch einiges. Das heißt, ich muss erstmal HQM haben, um den Stromscheiß herzustellen. Das ist halt alles wieder so Teufelskreis. Naja, hier kommen wir jetzt nochmal 73 HQM. Und dann gucken wir, was wir hier kriegen. Weil die kriegen wir ja auch wie Sand am Meer, wenn wir hier looten gehen. Das geht schon alles, also so ist ja nicht. Ich muss dann halt nur einmal richtig Gas geben, dass ich erstmal so für eine Woche liegen habe, HQM. Aber da muss ich halt wieder ein Wochenende Gas geben, um wieder für eine Woche liegen zu haben. Das ist mir halt eigentlich too much, ey. Weil ich wollte jetzt hier, jetzt aktuell die Tage ein bisschen spielen, ja. Aber dann demnächst halt, ja, logge ich mir am Wochenende ein bisschen raiden und sowas. Das war so der Plan. Naja, wie gesagt, sonst muss ich die Wände zerfallen lassen. Werde die Decken dann ab reparieren, lasse die Wände zerfallen. Und mache die Wände nur aus
aus Blech. Ich glaube, anders geht's schon gar nicht. Mir erst so angucke, das wird ein Riesenaufriss dann, das HQM immer zu besorgen. Ich meine, gut, ihr seht, dass es geht. Ich kann jetzt drüben rübergehen, die Batterien kaufen, die Batterien scrappen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt HQM geben oder nur Scrap. Na, super, 2 HQM pro Teil. Wow. Wenn auf der anderen Seite Waffen haben wir genug. Erstmal. So, dass es halt auch sinnfrei ist, wenn man halt irgendwie 500 HQM in der Kiste liegen hat, ne? Wir schauen einfach mal. Vor allem ist es eigentlich jetzt Schwachsinn, aber ihr seht ja, ich komme später an die Wände einfach gar nicht mehr dran. Das ist halt so das Problem. Jetzt hätte ich halt noch warten können, bis erstmal irgendwie C4 am Start ist. Ich denke nicht, dass irgendwie die ersten 2 Wochen jemand mit Satchels HQM in der Welt geht. Von daher hätte ich mir das Aufwerten echt schwenken sollen. Ey. Ich glaube, ich nehme das HQM raus, ich lasse es zerfallen, Leute. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir können dann HQM sammeln, sodass wir dann sobald... Oh, das war das dumpfe Geräusch bis da hinten hin, oder was? Sobald C4 dann erlaubt ist, wo ja noch die Umfrage kommt, ob nach 2 oder nach 3 Wochen, dann macht HQM Sinn, ja. Ich denke, wie gesagt, mit Zetches, glaube ich, tut sich das keiner an. Eine HQM-Wand zu raiden. Was natürlich dann aber auch schon wieder für die HQM-Wand spricht, ne. Keine Ahnung, ich nehme es erstmal raus, ich gucke erstmal, wie lange das dauert, bis es zerfällt. Wie schnell das geht. Das ist noch ganz interessant. Weil wenn ich sonst nur irgendwie alle 3 Tage mal reparieren muss, die Wände und Decken, geht's auch. Also von daher, wir gucken mal. Ich nehme es mal raus jetzt. 14 Uhr kann ich mir ganz gut merken. Und dann gucke ich mal heute Abend, was er anzeigt. Wie das zerfällt oder nicht. Also wie lange es dauert, bis die Wand weg ist. Ich brauche jetzt auch nochmal 100 HQM für die Werkbank 3, die ich jetzt nochmal bauen werde eben. Hätte ich glaube ich... Können wir glaube ich direkt drinnen machen, oder? Ja. Machen wir das mal eben hier. Dann setzen wir die noch eben fix. Alter, wie er hier rumbackt, ey. Und dann haben wir das auch durch. Bin gespannt, ob das sich jetzt reinbackt oder nicht.
Da backt sich perfekt rein, Alter. Das ist doch easy. Nice. Nicht schön, aber selten, Leute. Perfekt. Bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Schön ist ja, dass ich den Loot hier noch in ruhig liegen lassen kann bis zum Wochenende. Also von daher kann das da in Ruhe zerfallen. Wir gucken uns die Zerfallrate halt einfach an. So. Wie sieht's denn aus hier überhaupt? Wir haben immer noch 1000. Ja, vielleicht können wir da noch ein bisschen HQM organisieren gehen. Im Banditencamp gegen Batterien dann. Oder wir können uns auch Metallfragmente kaufen gehen dann im Outpost. Ich kann natürlich auch den Rocket Launcher schon mal leeren. Wer weiß, ob wir ihn zum Einsatz kriegen. Aber dann haben wir den auch schon mal gelernt. Dann haben wir alles Wichtige gelernt eigentlich. Das andere ist jetzt hier dann nice to have zu lernen. Was uns noch fehlt, wäre ein Steintor. Aber da Tore baue ich eh meistens selber. Also von daher... Was haben wir vergessen? Ich wollte die scheiß rote Karte holen, Alter. Ich vergesse jedes Mal, wenn ich da bin. Und dann können wir das hier nächste Session nochmal kurz looten gehen. Und dann fliegen wir mal Outpost hin und Banditencamp. Wir sehen uns Metallfragmente und HQM. Und ansonsten müssen wir mal ein bisschen Farmerama machen. Also ich werde wahrscheinlich ohne Aufnahme jetzt ein bisschen Farmerama dann machen, dass ich noch Stein rankriege und sowas. Ja, aber das werde ich euch dann berichten. Wie gesagt, sollte ich da in irgendeinen Fight kommen oder so, werde ich euch das zeigen. Ansonsten werde ich euch das nicht zeigen. Gut. Ja, egal, Leute. Ist mal eine kürzere Folge. Was soll ich jetzt hier in der nächsten neuen Aufnahmesession irgendwie hier 3 Minuten aufnehmen? 5 Minuten macht auch keinen Sinn. Also habt ihr die letzte Folge gegen 1 Stunde. Jetzt habt ihr eine Folge, die 18 Minuten geht. Passt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Haut rein. Bis dann. Ciao.